Liebes Lümmelcraft-Tagebuch, heute habe ich unsere neue Lümmelcraft-Welt erkundet. Dabei habe ich viele spannende Entdeckungen gemacht und den ein oder anderen Berg erklommen. Außerdem habe ich Spaß beim Fangenspielen mit einer Gruppe Schweine gehabt. Anschließend habe ich Dragons Unterkunft einen Besuch abgestattet. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Schließlich haben Dragon und ich noch ein bisschen zusammen gelümmelt. Liebe Grüße, dein Tahu. Lümmelcraft. Wir spielen Lümmelcraft. Relümmelt. Hallilallöchen, ihr freshen Spasten, und willkommen zu einer neuen Folge eines neuen Projektes genannt Lümmelcraft. Relümmelt. Und das wird jetzt mehr so tagebuchmäßig aussehen bei mir. Wir sind hier in der geilsten Map, die ich je gesehen habe. Und das ist der seltsamste Berg, den ich je gesehen habe. Siehst du ihn jetzt auch? Ja, jetzt sehe ich ihn auch. Wo bist denn du? Ich habe noch kein Haus oder sonst was gebaut. Ich werde jetzt einfach immer sessionweise aufnehmen und einfach das Beste daraus zusammenschneiden. Es wird das aufwendigste Projekt ever. Auf meinem Kanal zumindest. Hier, dass ihr mal seht, Eisenrüstung und so habe ich schon. Eigentlich waren wir da hinten irgendwo in so einem Tal. Wir haben hier Bett, wir haben hier Birkenwald, wir haben hier Inseln und Meer, wir haben Berge, wir haben ein Tal, wir haben eigentlich alles, was das Herz begehrt. Und genau deswegen, liebe Leute, müsst ihr mir mal ein bisschen auf die Sprünge helfen, wie ich denn bauen soll. Oh Gott, hier sind so viele Möglichkeiten einfach. Du bist krank, du hast Husten. Ey, dieser Berg stellt alles in den Schatten. Ey, dieser Berg, ne? Der ist geil. Der ist geil. Der muss komplett in die Aufnahme rein. Nicht komplett, aber... Der Berg ist unser Freund fürs Leben. Der Berg! Also nicht der aus Game of Thrones. Den finde ich nicht dieser so schön. Dieser Berg wird kein leichter sein. Dieser Berg wird... felsig und... erdig. Und ich komm hier gar nicht hoch. Alter, und das Spiel fängt schon an zu ruckeln. Jetzt schon. Das ist nicht so gut. Es ist nicht so gut, wenn es nach den ersten... Mit welcher FPS nimmst du denn auf? 30. Ja, okay. Ich muss springen! Nein! Du, ich sehe dich auf meiner Map. Ach, du hast eine Map. Ich brauche so etwas überhaupt nicht. Nein. Sich selbst zitieren ist immer das Schönste. Ich habe jetzt schon mehrere Baustile, die ich eventuell verfolgen möchte, liebe Leute. Und einer davon wäre beispielsweise so eine Art Winterburg. Dieses blöde Wasser. So eine Art Winterburg auf einem Berg zu bauen. Eine andere Möglichkeit wäre, ich baue mir so unterirdisch so eine Grube. Aber andererseits, da wir hier so viele geile Settings haben, die wir hier nutzen können, wäre ich da sogar am wenigsten im Nachhinein für. Andererseits könnte ich dieses Unterwasser-Setting, was ich auch schon bei Nocturna vorhatte, endlich mal bauen. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wo ihr für wärt. Und du könntest noch so eine Höhle bauen. Noch so eine Höhle? Du meinst so... Zwergenstadtmäßig. Oder was meinst Nein, du? Nein, so eine Höhle einfach. Das ist so ein Loch. Ja, nee, das war ja erst eine Idee. Die habe ich zwar immer noch, aber im Nachhinein, wenn ich mir ansehe, was wir hier Alter, für Möglichkeiten haben, ne? Hier oben ist der Berg einfach voll schmal. Alter, ich kann nicht mal nach ganz oben. Hier ist jetzt so Safari-Style. Das finde ich eigentlich ziemlich schnieke. Alter, was wir hier alles haben, ne? Ich bin hier oben auf dem... Wir haben Safari-Style, wir haben... Oder Savanne, sagen wir es so, ne? Wir haben Savanne, wir haben ein Tal... Da unten ist ein Villager-Dorf! Wir haben ein Villager-Dorf! Das sieht man von diesem Baum auf dem riesenhaften... Wir haben überall auch so Berge... Und da ist eine Wüste! Jetzt sehe ich das Dorf auch. Wüste haben wir auch noch. Da unten ist ein Lavasee. Wir haben alles! Wir haben hier echt alles, und das finde ich einfach sogar... Hier ist ein Baum abgebrannt. Wegen der Lava. Ich komme nicht rauf auf den Berg, ich schaffe es nicht. Und du bist tot, habe ich so gehört.
Och Mann. Der Berg hat so echt so seine Nachteile. Da werde ich bestimmt nicht bauen. Scheiße. Ich wollte doch nur irgendwie wieder runterkommen. Das musst du erst mal hinkriegen. Tja, so ist der Dragon. Ist der einmal auf den Berg, kommt er nicht mehr runter. Ja, viel Spaß beim Runterkommen nachher. Ja, ich bin ja nicht oben. Ich hab's ja nicht mal hochgeschafft. So erbärmlich. Erbärmlich wie dieses erbärmliche Skelett der Erbärmlichkeit. Das war so erbärmlich, dass es außer erbärmlich sein nichts konnte. Und jetzt zeige ich euch mal, wo wir gestartet sind, liebe Leute. Beziehungsweise ich gehe mal da langsam. Da steht und in jetzt aller das schwarze Brett. Und in aller Gemütlichkeit hin. Da steht jetzt das schwarze Brett. Muss gerade so einen Rülpser unterdrücken, ne? So bescheuert. Warum sagst du das? Ich hätte das nicht mal gemerkt, wenn du das jetzt nicht extra gesagt hättest. Vor allem kann man ja auch genauso gut dann gleich rülpsen, wenn man das schon so sagt. Oh Gott, ey. Mir wird warm, ich habe die Heizung zu heftig aufgedreht. Vielleicht ist das auch immer der Grund, wieso mein PC so laut rauscht. Im Sommer ist es ja sowieso warm genug und im Winter mache ich auch noch die Heizung an. Und dann ist die Luft so warm und dann muss der PC sich ganz viel abkühlen. Das wird schwierig, diese Folge zu schneiden, weil wahrscheinlich die ganze Stunde voll unterhaltsam sein wird von dem, was wir erzählen. Ja, ganz bestimmt. Unterhaltsam. Wir. So, ich suche jetzt. Wir sind unterhaltsam. Ja. Wem willst du was vormachen? Weißt du, alles, was ich retten konnte, ist meine Hose. Echt jetzt? Ja. Okay. Ich sammle hier gerade nur Eier. Und versuche hier hochzukommen. Auf diesen Berg. Auf diesen Berg! Voller Schnee. Oh, doch, hier die ganzen anderen Sachen liegen noch ganz weiter unten. Die liegen das auf dem Boden. Das wäre eigentlich so der optimale Eingang für so eine Zwergenbasis. Und ich baue Erde mit einem Schwert ab. Meine Gedärme müssen ja bis zum Mars geflogen das sein. Das ist der Anus des Berges, würde ich sagen. Also perfekt für dein Zuhause geeignet. Ich sehe gerade, davon gibt es scheinbar sogar ganze 3 Stück. Und da laufen Creeper drin rum. Was, von den Ani des Berges? Da ist das Villager-Dorf, da will ich hin. Ich bin da jetzt schon weggegangen, weil ich hier jetzt angefangen habe, eine Höhle zu erkunden. Weil ich ja gesagt habe, ich möchte den Berg zeigen, dann muss ich natürlich eine Höhle erkunden. Ja, weil du den Berg ja nicht mal bestiegen hast. Genug der Obszönitäten, wir besteigen jetzt diesen Berg. Och nee, wieso ist hier jetzt ein Enderman? Scheiße, der Villager, der ist aggro. Der greift mich einfach an. Echt jetzt? Die können angreifen? Nein, die wehren sich ja nicht mal, wenn man den mit so einem Schwert die ganze Zeit in den Arsch rammt. Mit seinem Schwert. Super Wortwahl. Ich meinte aber auch wirklich das Schwert. Ja, ja. Das sagen sie alle. Das Schwert eines jeden Mannes. Das ist schon keine Sache mehr der Diskussion, das ist so. Die Map ist geil. Da kam eben, aber manchmal da kam eben so ein Villager einfach aus dem Schatten, ne? So das Gesicht halt im Schatten mit dem Shader, so richtig bedrohlich sah so aus. Wow. So nach dem Motto, du klaust unsere Karotten. Und du bringst meine Framerate zum Einbrechen, du Spinner. Du klaust unsere Karotten. Du Böser. Was auch immer. Du wirst ewig im Höllenfeuer schmoren. Och man. Nee, nee, du, 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 du. Warum laufen hier überall Creeper rum und. Alter, das hat. Es ist ja echt so, die Map ist ja echt geil, so vom Aussehen und von der Vielseitigkeit her. Ist es echt die geilste Map, die ich je hatte. Aber ich merke auch, dass das seinen Preis mit sich bringt. Es hat echt auch so seine Nachteile, denn hier auf die Berge und so raufzukommen, ist extrem scheiße. Und aus den Dungeons rauszukommen. Ich mache jetzt euren Brunnen kaputt.
Ihr Wichsnasen. Ich weiß noch, wie du mal gesagt hast, kennst du das, wenn du einen Pickel hast, den du nicht haben willst? Genauso ist es mit Gravel. Kennst du das, wenn du Gravel hast, den du nicht haben willst? Das kann man sich eigentlich auch sparen. Ich komme den Berg hoch. Ich bin fast überm Berg. Liebe Leute, ich erkunde an dieser Stelle eigentlich nur, was möglich ist. Also ob diese Idee des Winterschlosses, ob ich die überhaupt umsetzen kann. Das ist es, weshalb ich hier die ganze Zeit so rumwusle durch die Gegend. Und wenn ich das erstmal weiß, dann muss ich ja nicht mehr wuseln. Alter, da hinten ist auch so ein geiles Gebirge. Aber die sind immer nur so... Die sind extrem hoch. Ich dachte, ich hätte die Felder von denen hier schon alle abgeerntet. Diese Berge sind alle extrem hoch, aber dafür sind sie auch extrem schmal irgendwie, ne? Ist ein bisschen scheiße, für wenn man da so ein Winterschloss bauen will. Alter, bei dem Villager-Dorf. Ja. Da ist einfach so ein übelst riesiges Loch. Okay. Das geht so... Nein, das geht hier einfach voll weit nach unten. Ach nee, jetzt kommt wieder so ein... So ein übelster Gangster. Hä, das sieht echt aus, als ob hier einfach so ein Komet oder sowas reingeschlagen hätte. Oh, das ist geil. Das ist Komm hier einfach mal hin, das ist echt so ein Loch, was sich einfach so nach unten... Ich komm da hin, wenn ich diesen Berg observiert habe. Diesen Berg observiert? Ja. Als ob man den so beobachten könnte, als ob der irgendwas Verdächtiges macht in nächster Zeit. Der Berg, er ist schon wieder gerannt. Ich hab's genau gesehen. Er bewegt sich. Der Berg macht sich lustig über mich. Er fächelt mir schon wieder den Wind aus seinen Achselhöhlen zu. Ich hasse diesen Berg. Hier kann man eigentlich auch richtig schnieke bauen. Ich könnte natürlich auch so ein Winterschloss in mehreren Abteilungen bauen. Das heißt, dann müsste ich immer so Brücken bauen. Von einem Gipfel zum anderen, weißt du? Hier steht einfach ein Zombie im Villager-Haus drin. Eventuell mache ich das sogar. Ich bin gerade immer einfach in einem Villager-Haus gewesen. Da stand ein Zombie drin. Also aber das wäre die eine Möglichkeit, so ein Winterschloss, was mit so Brücken halt, wo ich dann über so Brücken diese Gipfel von den Bergen so ein bisschen verbinde. Dann wäre noch eine Möglichkeit unter Wasser bei diesem coolen Meer, das wir da noch haben. Zu dem ich mich mal wieder hinbegebe, weil der gute Dragon wollte ja was zeigen. Ja, hier beim Villager-Dorf wollte ich dir was zeigen. Und die andere Möglichkeit wäre so Moria-Style oder nicht Moria. So ein bisschen mehr, ja, so Zwergenstadt-mäßig, aber habe ich eigentlich nicht so Bock zu, also. Winterschloss habe ich doch im Nachhinein, glaube ich, noch echt am meisten Bock drauf, weil unter Wasser habe ich das zumindest schon mal angerissen, auch wenn ich es nicht weiter verfolgt habe. Aber wenn ihr mir in den Kommentaren alles schreibt, ihr wollt lieber eine Wasserstadt haben oder eine Wasserstation oder so, dann würde ich das bauen. Es liegt also bei euch, ob ich eine Winterstadt in den Bergen oder eine Unterwasserstadt baue. Aber wieso Winterstadt? Winterschloss halt oder so ein Unterwassergedöns. Und das wären erstmal die zwei Optionen. Und falls ihr aber noch andere Vorschläge habt, könnt ihr die natürlich trotzdem gerne bringen. Und eventuell, falls ich die geil finde, werde ich die dann umsetzen. Wie stellst du dir das vor, diese Unterwasserstadt, so Rapture-mäßig? Entweder so oder wirklich so Otogunga. Eigentlich schon fast mehr so Otogunga-Style. Was ist Otogunga? Die Stadt der Gungana. Aus Star Wars. What? Aber ganz so werde ich es natürlich nicht hinkriegen. Es wird mehr so eine kleine Version davon. Wird doch mehr so eine Art Station sein. Aber halt in dem Baustil. Nein! Stirb, Zombie! Stirb! Und auch nur so nah an dem, wie man es ohne... Das habe ich auch gar nicht vor. Auch nur so nah daran, wie man es ohne Mods hinkriegt. Alter, dieser Berg, ne? Eigentlich einer von uns muss da bauen. Wir schließen ja, jetzt die... Wir gründen jetzt die Vereinigung, dass einer muss beim Berg bauen. Alter. Bist du zufällig gerade dabei, dieses riesige... Jetzt weiß ich, ja, was du meinst. Alter. Das ist doch so Sandstein, ne? Kann es sein, dass das Villager-Dorf nur aus Sand gebaut ist? Aus Sandstein. Aus Sandstein. Ja, warum? Weil es ein Wüstendorf ist. Ein Wüstendorf. Das nur halt in der Wüste steht.
Ein sehr, sehr wüstes Dorf. Ganz viel Knochenmehl, damit das hier schön wächst. Wächst! Und jetzt habe ich viel mehr Samen. Jetzt habe ich viel mehr Samen hier. Samen! So, einbar. wie bei diesem einen. Ach, Gott, diese Folge mit dem Dr. Sommer, das war echt geil. Ja. Guckt euch die einfach nochmal an, Leute. Oder guckt diese in kranke unser noch Betonung kommendes bei diesem Video, was ihr noch nicht sehen könnt, weil es noch nicht gekommen ist. Oh, toll, hier gekommen. Ja. Ich könnte jetzt schon gegen Smaragde tauschen, die mir sehr viel bringen. Weil man damit so viel anstellen kann. Sterbt! Ihr Schweine! Ich bringe euch alle um! Ihr Schweine! Einfach Hauptsache, jedes zweite, was man sagt, ihr Schweine! Es sind ja Schweine, die ich hier gerade kille. Also von daher... Euch alle! Hebner! Ich hab mich beschädigt. Ich bin noch nicht mal gesprungen. Aber dieser Sprünge aus Harry Potter, ne? Das klingt so scheiße. Ja. Aber der Mord an diesen Stein, der muss auf jeden Fall rein. Mir kam gerade so unwillkürlich diese Szene aus Harry Potter und ein Stein im Kopf. Wo Malfoy einfach diesen Hut auf den Kopf kriegt. Schwul. Einfach nur schwul. Das klingt aber auch irgendwie cool. Ja, das sagt. Das ist so stumm. Vor allem, wo ist das? Wo ist das ein Berg? Das sieht mehr wie eine Hand aus, die aus dem Boden kommt. Ich hoffe, ich komme hier überhaupt wieder raus. Ich komme hier nie wieder raus. Und ich bin in einem Birkenwald. Mit Hasen. Hier wächst einfach Gras. Willkommen zu einer neuen, spannenden Folge von Harry und Zack. Mit Harry. Als Abenteurer muss man einen kühlen Kopf bewahren. Mit Zack. Lasst uns Spaß haben. Ich bin schon total aufgeregt. Und mit Mr. Alter Hase. Verdammt, geht's mit ihrer Rockmusik und ihrem Minecraft. Heute Aufruhr im Birkenbaumland. Wow! Tot. Nein, aber fast. Ja, jetzt. Bist du in Lava gefallen? Ist doch scheiße. Ja, Gott sei Dank bin ich wieder rausgesprungen, bevor ich gestorben bin. So, dass deine Items nicht darin gelandet sind? Ja. Das Wasser ist auch so geil tief hier. Das ist eigentlich so perfekt zum Bauen von dieser Wasserstadt. Also, echt Wasserstadt oder diese, was heißt Wasserstadt? Ich sag immer Stadt. Eine richtige Stadt wird es ja nicht. Entweder das halt oder in den Bergen. Ihr entscheidet, Leute. Also los, schreibt einen Kommentar. Schreibt, als würde ich jetzt mit einer Knarre an eurem Kopf neben euch stehen. Und als wäre diese Knarre in Wahrheit nur eine Wasserpistole, in der Tee geladen ist. Und als hättet ihr gerade euer bestes Hemd oder euer bestes Kleid oder whatever an. Also für die Mädchen jetzt das beste Hemd und für die Jungs jetzt das beste Kleid. Aha. Und ihr wollt natürlich nicht, dass das voller Tee kommt. Oder dass das halt nass voller Tee kommt. Ja. Leute, ihr wisst, dass Tahu immer Hintergedanken hat. Immer. Er will, dass ihr voller immer Tee kommt. Ich hab doch immer Hintergedanken. Nichts, was ich tue, ist nicht grundlos. Was? Diese doppelte Verneinung immer. Wir müssen gleich nochmal ein bisschen Schwanzlutschen machen. Ja, auf jeden Fall. Ja, stimmt, das haben wir noch gar nicht gemacht in der Folge. Noch gar nicht im Projekt? Ja. Im ganzen Projekt noch nicht. Das wäre was Innovatives. Jetzt ist es wieder neu. Ja, das darf's ja nicht sein. Da müssen wir dringend was tun. Die ist ja so ziemlich allein. Using Magic. Die kann noch mehr als das. Seit wann kann die das? Weiß ich nicht. Ja, super, jetzt sind meine Items in die Lava gefallen dadurch. Ah, super. Hast du über der Lava gestanden oder was?
Nein, aber die hat mich fast reingeschubst, sozusagen. Alter, ey. Stirb einfach, du dumme Bitch. Lutsch meinen Kackschwanz. So, ich zeige euch jetzt mal, was der gute Dragon bis jetzt so gebaut hat. Ich habe ja noch gar nichts gebaut, weil... Weil du ja, wie gesagt, erst deine Meinung noch einholen wolltest. Ja, so wie immer eigentlich. Gleich kommt wieder bei Using Magic gestorben. Also eigentlich könnt ihr euch merken, wenn der Tahu kreativ arbeiten muss und nicht die Meinung von irgendwem einholt, dann ist irgendwas nicht normal. Wand! Wir lieben dich, Wand! Es erinnerte mich gerade so ein bisschen an... Ja, daran habe ich dabei auch gedacht. Ich benutze mal dein Crafting-Table. Ich nehme mal an, da hast du nicht viel gegen. Und dein Ofen... Jetzt läuft die Hexe drin. Auch noch so hier rein, dass ich hier nicht mehr rausspringen kann, indem ich was unter mir baue, weil die einfach direkt neben mir steht. Ah, einfach weg da. Oh, diese Hexe! Wenn ich dieses Penis-Nasen-Gesicht sehe, ne? Ach ja. Dragon und sein erbitterter Kampf gegen die Hexen. Mit den Penisnasen. Du wirst jetzt Hexenjäger. Warum sind hier eigentlich Türen? Stirb doch einfach, du Schlampe. Steck dir deine Nase in die Fotze. Hallo, Hase. Mein Name ist Hase. Ich weiß von nichts. Aha. Hatte das nicht einer unserer Lehrer immer gesagt? Welcher war das denn? Dann fügst du da einfach, ich glaube, der Herr Möse war das oder sowas. Ja, dieser Herr Möse, das war schon ein interessanter. Ja, ich bin da. Du hast ein Achievement bekommen. Ja. Niemand Achievement-tiviert während... meiner Schicht. Was? Oh, ich weiß nicht mehr, was ich rede. Du musst mir helfen. Da kann ich dir ganz bestimmt helfen. Das stimmt nicht mit dir. Naja, ich freue mich auch schon drauf. Aber erstmal müssen wir uns noch durch Minish Cap durchprügeln. Ja. Ja. Ja, es ist Begeisterung pur. Es liegt einfach daran, dass jetzt momentan so, naja, du musst dahin rennen. Jetzt musst du dahin rennen. So habe ich mich immer in Outcast gefühlt. Das Skelett kehrt mir den Rücken zu, geht weg. None of your business. Nein, es hat mich angegriffen, ich schlag das dreht mir den Rücken zu und geht weg. Aua, du hast mir wehgetan. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich dachte, wir wären Freund. So nach dem Motto ungefähr. Ja. So, ich brauche jetzt ein neues Schwert. Und das ist kaputt gegangen. Es ist kaputt gegangen. Schwerti, ich werde dich vermissen. Obwohl die Stunde noch nicht ganz rum ist für die heutige Aufnahme, würde ich fast schon sagen, das reicht mir jetzt erstmal. Weil ich nicht mehr wirklich was machen kann. Ich habe ja alles jetzt schon erkundet und geprüft, was geht. Die Aufnahmen sind jetzt alle soweit gemacht. Schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare, was ihr machen wollen würdet. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von... Wir haben immer noch kein Dings gemacht, kein Schwanzlutsch. Achso, ja, das kommt nachher noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der Rülpser, den ich mir die ganze Zeit habe unterdrücken müssen. Nein. Das ist mir so bescheuert. All die Jahre. Lutsch den Schwanz deines Königs. Ich kann in meinen Hals sehen. Du kannst jetzt also genau in meinen Hals reinspritzen. Hier, mein Samen. Vor allem, ich kann das ja nachträglich noch so...